serbische Grenzbefestigungen und Bunker, die den Vormarsch der deutschen Truppen von der Steiermark nach Kroatien aufhalten sollten. Sie waren in kurzer Zeit überwunden. Die Eisenbahnlinie nach Marburg ist von den Serben an verschiedenen Stellen gesprengt worden. Über die Grenze. Ein Stoßtrupp bildet die Spitze. Fast alle Brücken sind zerstört. Kraftfahrzeuge und schwere Infanteriewaffen setzen mit Hilfe von Floßsäcken über. Nachrichtenabteilungen halten die Verbindung mit der vordersten Linie aufrecht. Für unsere Soldaten gibt es kein Hindernis. Auf dem Wege nach Marburg ist die Drau erreicht. Auch hier sind sämtliche Übergänge von den Serben zerstört worden. Floßsackfähren werden eingesetzt. Infanterie setzt mit Sturmbooten über. Später sind Pioniere zur Stelle und bauen neue Brücken. Generaloberst Freiherr von Weichs, der Führer der deutschen Nordarmee. Vor uns Marburg, die alte deutsche Stadt. Über 20 Jahre lebte hier die volksdeutsche Bevölkerung unter Fremdherrschaft. Hier werden unsere Soldaten mit jubelnder Begeisterung als Befreier begrüßt. Entwaffnung der serbischen Polizei übernehmen Marburger Volksdeutsche den Sicherheitsdienst in der Stadt. Musik.